Jetzt, nachdem ich ein bisschen gespielt habe und ich weiß, dass da Wolfsmenschen drin vorkommen, frage ich mich ja doch so ein bisschen mit dem Titel, ob Chris zu einem Wolfsmenschen wird jetzt. Weil. Nee. We will see about that. Alright. Let's go. Glaube, shoppen waren wir erst, ne? Ich glaube, shoppen waren wir erst. Okay, let's see. Haben ja jetzt den Schlüssel bekommen. Deswegen, ich glaube, ich würde mir gerne den Schlüssel angucken. Die Räume. Das heißt, wir müssen in den Keller. Alles okay? Okay, bye. Geht nicht. Menno. Keine Fenster gehen kaputt. Traurig. Jetzt kann ich die kaputt machen. Nope. What do you mean? Bin ich nicht hier hochgekommen? Ich könnte schwören, ich bin hier hochgekommen. Dann gehen wir den langen Weg. Und müssen ab zum Innenhof. Let's go. Play with me some more. No. Hast mich ganz erschrocken, Lady. Let's see, wir müssen rechts lang. Nein, da geht's hoch. Wir müssen runter. Wait a minute, wie kam ich hier runter? Wie kommen wir noch mal hier runter? Obwohl, wir können ins Badehaus gehen und von dort aus runter, oder? Let's see.
frische Luft. Hier ist doch noch ein Raum, wo wir nicht drin waren. Die Badewanne ist riesig. Oh. Der Lippenstift. Da hat sie mich runtergeschubst. Okay, von hier aus eigentlich immer nur auf der Nase nach. Jetzt gar. Ob hier wohl nochmal Gegner auftauchen werden? Oh. Das ist nicht, wo ich hin wollte. Oh mein Gott. Orientierung sind gleich null. What the hell? Das ist okay, so haben wir den schönen Weinkeller nochmal gesehen. Kann ich hier nicht durch? Okay. Dann war hier lang die falsche Idee. I get that. Okay, wo muss ich dann lang? Let's see. Wie komme ich wieder dahin, wo ich hin wollte? Müssen. Wohin führt diese Treppe? Hierhin. Das heißt, müssen wir ja zurück in die Speisekammer. Okay. Let's go. Was ist der Lippenstift eigentlich? Ist das einfach nur ein Item, was wir mitgenommen haben? Ein Schatz. Okay. Na dann. Na dann.
Dann hier runter, ja? Ja. Warte, sind hier Gegner, bitte? What the hell? Hm, okay. Hier haben wir die erste Tochter ruiniert. Ja. Ich meine, es ist logisch, dass jetzt Monster da sind, wo wir jetzt hinwollen mit einem neuen Schlüssel, den wir bekommen haben. Somit, das ist ja in Ordnung. Es hat mich trotzdem für eine Sekunde gewundert. Noch jemand? Hört sich nicht danach an. Okay, wo müssen wir hin? Ganz nach hinten. There we go. Kann ich nicht von fern auslösen? Schade. Okay, dann nicht. Wie weit wird die Explosion wohl sein? Okay. Das war machbar. Ist irgendwas drin außer Gärten? Nice.
Kann ich die umwerfen? Langsam und Gefühl. Das ist nicht nah genug dran hier. Kann ich das schieben? Nein. Kann ich mir eine von den Kerzen nehmen? Nein. Das kommt da nicht hin. Irgendwo ein Stück Holz. Kann ich dich wirklich kein Stück schieben? Hm. Ich meine, sie schwingt nicht wirklich. Go on. Das muss doch funktionieren. Ich verstehe das nicht. Aha! You did it. Nice. Hey, willkommen zum Stream. Vielleicht sollten wir nicht die Brände zu der bringen, sondern die, die nicht brennt, dahin bringen und unser Kopf nicht direkt vor die Flammen halten. Das wäre so eine Idee. Verstehe einer mal die Logik, warum er nicht ein Stück Holz einfach nimmt und es anzündet. Aber das ist okay. Er könnte auch eine von den Kerzen nehmen. Yeah.
Okay, one more time. Das ruiniert jeden Speedrun, oder? Inkubus, nicht backseaten. I don't like that. Ich versuche es. I'm trying my very best. Thank you.
Ich wünschte, die würden minimalistisch mehr schwingen. Ich bin zurück in den Keller gegangen. Also ich bin vom Speicherpunkt quasi zurück in den Keller gegangen und bin hier durch die Tür gegangen, die verschlossen war, weil wir jetzt den Schlüssel haben. Dann habe ich hier die Wand aufgebombt mit einer von denen hier. Und dann habe ich das da dran geschwungen, damit es Feuer entfacht. Und jetzt versuche ich das richtige Timing zu finden, um das da dran zu schwingen. Aber es ist irgendwie schwerer, als es aussieht. Konnte ich nicht auch einen Schlag nach vorne machen? Ja. One moment. Okay, das geht nicht. Ich hoffe, dass dann diese Dinger hier runtergehen, damit ich an den Sarg rankommen kann. Irgendwie will das. Warum nimmt der nicht einfach hier eine Kerze und entzündet das? I don't understand. Hier sind so viele Kerzen. Come on.
Wenn ich gegenschlage, aber schlägt er manchmal in die Richtung, manchmal in die andere. Sie schwingen halt nicht sehr viel. Sie schwingen nur ein mini bisschen. Ich meine, sie können sich treffen in der Mitte, aber sie schwingen halt nicht so wirklich. Sie schwingen einmal ein bisschen und das war's. Sie sind zu schwer, um wirklich rum zu schwingen sozusagen. Sondern sie schwingen einmal nach da und ein Stückchen weiter nach hinten und das war's. Es schwingt einmal nach vorne. Wie soll das funktionieren, dass es komplett nach da ist? Weil es müsste ja einmal nach vorne schwingen und dann nochmal zurück und nochmal nach vorne, damit ich rechtzeitig das andere dagegen puppen kann. Wenn ich das jetzt anschwinge, schwingt es einmal nach vorne und dann ist es aber direkt schon vorbei. Es müsste ja noch ein zweites Mal nach vorne gehen. Das lässt schwingen. Hallo. There we go. Geschafft! Nice. Okay, es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Okay, alles klar. Wir wissen es für die Zukunft. Man muss einfach nur das, was schon angefeuert ist, einfach nur anschießen, damit es in die richtige Richtung fliegt und das war's. Man muss die gar nicht in der Mitte zusammenführen. Zu kompliziert gedacht. Wisst ihr, was ich dazu zu sagen habe? Yay. Okay, jetzt haben wir ein blaues Auge. Was machen wir mit dem blauen Auge? Okay, wir haben... Let's see. Wir haben eine Maske der Trauer. Wir haben die beiden Schlüssel. Wir haben das blaue Auge. Okay. Zum Kombinieren von den Schätzen habe ich schon verpasst. Weil ich bin mir zu 100% sicher, wir haben so viele Schätze bekommen. Wir haben auch so viele Schätze bekommen, die ein Teil sind von einer Skulptur, mehr oder weniger. Und ich bin mir ganz sicher, man hätte die einfach alle zusammensetzen können. Und dann hätte man was wirklich Wertvolles bekommen, sozusagen. Aber dadurch, dass ich die anderen Sachen schon verkauft habe, ist, glaube ich, das gelaufen. Aber das können wir uns merken, wenn wir es nochmal spielen. Okay, dann haben wir das hier erledigt.
Dann, wo war hier noch eine Tür, die den Schlüssel brauchte? War hier noch eine Tür, die den Schlüssel brauchte? Hier. Und hier. Warum waren wir hier noch nicht drin? Okay, das heißt, wir müssen zurück zur Haupthalle. Okay, let's go. Let's go! Ab zurück zur Haupthalle. Warum wieder aus wie creepy Musik? Warum aus wie jetzt creepy? Wie auch immer. That's fine. Random creepy Musik. Warum nicht? Haupthalle hinter uns. Kleine wird wieder auftauchen. Wir sollten direkt gucken, wo wir hin müssen. Müssen nach oben. Und dann nach rechts. Okay. Sie ist nicht aufgetaucht? What the fluff? Fluffy! What the hell? Mother? Mother? Wait. Mother? Ist die Mama hier? What do you mean? Was meinst du mit Mami? Oh mein Gott, ich glaube, ich hätte mir das merken müssen, wo die hinkommen. Oder kann ich das hinten dran sehen? Oh nein, gut, alles gut, alles gut. Ich kann es hinten dran sehen. Ach, Gott sei Dank. Okay. Ich dachte schon. Kann man? Nein. Sad. Noch was drin. Hat sie dich dran bekommen? Ja, hat sie. Blöde Arschkuh. Ich glaube, wir müssen eh danach wieder da raus. Ich glaube, wir müssen sowieso danach wieder raus.
Waffenkammer, hä? I was worried my sisters had gotten to you first. You're very sexy, but please. Thank you. Ah, ich liebe es, wenn das funktioniert. Ah, Frischluft, immer wieder schön. Guckt euch an, wie viele schöne Sachen hier oben liegen. Beautiful. Trophäe erhalten. Nice. Ist hier noch was? Nein. Okay. Da kann ich nicht durch? Echt? Okay. So, haben wir das auch erledigt? Dann müssen wir zum Konzertsaal als nächstes. Oh, die Sonne scheint direkt. Warum habe ich Jalousien, wenn da drin ein kleiner Spalt ist, wo die Sonne direkt in meine Augen scheint? Anders positioniert. Oh.